Heinz Günther und Jürgen Höckter begrüßen Sie ganz herzlich zu einer weiteren Coverage hier aus dem Stadion Roland Garros vom Bois de Boulogne. Sie haben lange gewartet. Ich weiß, im Internet gab es ganz viele Anfragen. Warum seid ihr heute nicht mit Tennis drauf? Das sind vertragliche Verpflichtungen, da können wir gar nichts machen. Aber jetzt sind wir ja da und wollen Ihnen zunächst zeigen, Leighton Hewitt gegen Guillermo Cañas. Der argentinische Kampfstier hier im Bild ist dabei, dieses Match umzubiegen. Wir denken zurück ein Jahr. Im letzten Jahr war es hier in der Runde der letzten 16, in der sind wir auch heute, als Leighton Hewitt schon 0-2 in den Sätzen hinten lag und dann aber diesen Mann hier Cañas doch noch in die Schranken weisen konnte. Heute hat er den Tiebreak im ersten Satz gewonnen, ganz glatt mit 7-1. Jetzt aber läuft er Gefahr, bei eigenem Service 2-5 diesen zweiten Satz abzugeben. 0-40. Ja, Heinz, bislang ein Spiel par excellence von der Grundlinie mit knallharten Bällen. Genau so, wie wir das erwartet haben. Beide sehr schnell auf den Beinen mit großer Sicherheit. Ein richtiger Kampf hat hier begonnen auf diesem Gür-Sosan-Lengwen. Ein Kampf, der stundenlang dauern kann. Bekanntlich gewann Guillermo Cañas gegen Carlos Moya bereits in diesem Turnier in 4 Stunden. 4 Stunden, 12 Minuten hat es gedauert. Und dieses Match könnte das noch toppen. Könnte das längste des Turniers werden, wenn die so weiterspielen wie in den ersten beiden Sätzen. Beinahe endlos. Das ist der Satzball für Guillermo Cañas, der Mann aus Buenos Aires, 1,83, 80 Kilogramm, ein Athlet par excellence, hat im letzten Jahr den ersten Titel gewonnen in Casablanca. Hewitt ist einer, der nicht aufgibt, der immer wieder Gas gibt, auch wenn er schier unlösbar hinten liegt. Das haben wir mehrfach gesehen. Das zeichnet diesen Mann aus. Und da haben viele heute hier gesagt, warum hat eigentlich Tommy Haas nicht diese Kämpferqualitäten? Haas verlor sein Spiel am heutigen Tag in 3 Sätzen. Meine Kollegin Birgit Hasselbusch war bei der Pressekonferenz, wird uns gleich einiges dazu sagen. Da war in jedem Fall mehr drin für Haas im Spiel gegen Pavel. Man hat sich bei einigen Aktionen wirklich gefragt, warum kniet er sich jetzt nicht nochmal richtig rein in dieses Match. Also, jetzt doch nochmal Spielball Hewitt, der schon 3 Satzbälle gegen sich hatte, die Chance in diesem zweiten zu verkürzen. Egalität. Ja, nicht nur die Ballwechsel sind bis jetzt sehr lange gewesen, auch die Games sind sehr umstritten, praktisch immer über einen Stand. Sehr kraftvoll, vor allem die Vorhand, das ist sicher der beste Schlag des Argentiniers. Der neben 2 anderen Argentiniern hier in der Runde der letzten 16 steht, das ist Rekord. Avantage Hewitt. Aber Zabaleta, heute hat er bereits verloren, damit also ein Argentinier draußen, Correa. Erfolgreich. Und, ja, klasse gemacht. Gilles Hewitt, sagt da Roland Herpel aus Wolfsburg an. Der deutsche Schiedsrichter hat diese Partie bislang sicher im Griff. Hewitt verkürzt zum 3-5. Und kann jetzt die Chance, jetzt bei eigenem Service diesen Satz nach Hause zu bringen. Ja, und nicht nur die argentinischen Männer sind erfolgreich. Vielleicht hören Sie zwischendurch den Applaus vom Center Court. Da spielt Amelie Mosmo gegen Paola Suarez aus Argentinien. Und man hört und staunt, Suarez führt im dritten Satz mit 4-3. Das ist eine kleine Überraschung. So, jetzt also Cañas zum Satzausgleich. Hinweis für morgen schon mal, wir fangen um 11 Uhr mit einem Doppel auf dem Center Court, noch nicht ganz klar, welches das sein wird. Und dann im Anschluss Paul-Henri Mathieu natürlich gegen Andre Agassi. Das zweite Spiel also so gegen, schätze ich mal, 12.30 Uhr, 13 Uhr. Die Ballwechsel hart umkämpft, das geht in die Knochen. 0-15. Ja,
kann ja es verhalten ja den Argentiniern zuletzt in Düsseldorf zum Sieg beim World Team Cup im Finale erfolgreich über Kafelnikov. Das war übrigens sein 100. Sieg. Der Erfolg über den an 17 gesetzten Carlos Moya. 4-6, 7-6, 6-7, 6-1, 6-2. Marathon-Match. Ja, und Moya war stehen K.O. am Ende. Wollen wir nicht so weiter spielen? Wird die Konditionsfrage hier sicher auch noch gestellt werden. Und da könnte womöglich Leighton Hewitt Vorteile haben, denn diese 4 Stunden 12 Minuten müssen ihm einfach in den Knochen stecken. Guillermo Canas, das kann man so ohne weiteres nicht verkraften. Hewitt übrigens hier an 1 gesetzt, erfolgreich über André Sá, den Brasilianer, dann Stoljarov bezwungen, das war schon relativ schwer, in 4 Sätzen, dann nochmal 4 gegen Xieng Schalten. Canas. Das waren Calatrava und Kutschera neben diesem Sieg über Moya. Ass zum 15:30. Ganz wichtiges Aufschlagspiel für ihn. Wieder Leighton Hewitt wie Phoenix aus der Asche auferstanden. Eben noch 3 Satzbälle gegen sich. Jetzt bei Aufschlag Canas selber mit 2 Breakbällen, um hier in diesem zweiten alles wieder ins Lot zu bringen. Solche Bälle verschlägt er normalerweise nicht, wenn es wichtig ist. Leighton Hewitt, das zeichnet ihn aus, dass er sich immer dann steigern kann, wenn die wichtigen Punkte sind. Auch heute, muss man sagen, im ersten Satz. Im zweiten kann er es meistens abdrücken. Ein Breakball bleibt dem Australier, der bislang 14 Titel gewonnen hat. In diesem Jahr ganz stark in Indian Wells, vorher in San Jose als Endspiel gegen Andre Agassi. Muss es sicherlich noch viel zu erwarten. Ich bin schon wieder gespannt auf Queens, hat auch mal gut gespielt in den letzten Jahren, unter anderem gegen Henman und gegen Sampras. Auf allen Belegen ist Hewitt zu Hause, jetzt aber der Service-Winner. Ja, das war klar, wieder über einen Stand. Praktisch jedes Game geht über einen Stand. Das Ganze dauert hier schon 1 Stunde 53 Minuten und wir sind, naja, vielleicht kurz vor Ende des zweiten Satzes, vielleicht. Eine Stunde durchschnittlich pro Satz, 5 Sätze, 5 Stunden. Das ist immer drin, wenn die beiden spielen. Weißes Beißen. Gut, weiß natürlich, dass sein Gegner klein bisschen angeschlagen ist. Mühe hatte sich zu regenerieren für dieses Spiel. Und da kann er den ersten hier schon verloren hat, weiß er. Er muss mindestens über 4 gehen. Schweißperlen auf der Stirn. Heute wieder drückende Schwüle am Bois de Boulogne, knapp 30 Grad. Ab morgen soll es ja wieder regnen. Wir rücken mal die Daumen, dass es nicht passiert. Aber man könnte sich vorstellen, wenn man das Wetter zurzeit so verfolgt hier, dass es morgen richtig kracht. Das spürt man förmlich. Oh, oh, oh. Diesmal am Big Point gepatzt. Ist er wieder, der Satzball.
Drei haben wir schon gehabt, das ist der vierte. Ja, und Fehler von Leighton Hewitt, ungewöhnlich für ihn. Jawohl. Pablo Martin mit Coaching von der Tribüne. So nicht. Zu kurz wird, der sich selbst da sagt, was spiele ich für eine Vorhand in diesem Moment, zu kurz halt, da haben wir es nochmal. Ja, also. Ja, zuerst Kanyas mit zwei Schüssen, Leighton Hewitt aber schnell auf den Beinen, dann hier einmal kurz, dann kommt der Schuss von Leighton, ein Hin und ein Her, auch das typisch für dieses Match. Wieder ein Start. Viele hätten diesen Ball noch erlaufen und nur ganz wenige noch so gespielt. Avantage Hewitt. Nochmal Breakball. Ja, also dieser zweite Satz muss eigentlich über Tiebreak gehen, so wie er abläuft. Vielleicht fünfmal. Da geht er nicht. Es geht nur bei den US Open. Und. Der ist so gut, das sind Traumbälle von diesem Leighton Hewitt, die wir immer und immer wieder gesehen haben und das in solchen Situationen. Absolut, perfekt. So, hier geht es natürlich weiter. Ich wollte eben schon meine Kollegin hier in die Kabine holen, die uns was über Haas erzählen will, aber das machen wir lieber mal nach dem Satz hier. Das ist, glaube ich, etwas zwingender. Jetzt die Vignette, die Spiele des Tages. Und obwohl wir so spät drauf sind hier, ist hier noch einiges im Busch. Zwar ja, George, aber sagen wir mal, geplant wäre noch einiges. Beispielsweise Jennifer Capriati gegen Patty Schnieder. Nach diesem Spiel übrigens auf dem Court Suzanne Longlen. Und ja, natürlich der Titelverteidiger Gustavo Kürten. Und der kommt nämlich gleich auf dem Center Court. Dort hat soeben Suarez gegen Maurice Mo gewonnen. 6-2, 2-6, 6-4. Also die große französische Hoffnung ist draußen, aber Mary Pierce ist ja noch dabei. Ja, und das Ganze wird wesentlich später stattfinden, wenn die beiden so weitermachen. Wann? Tja, das können Sie sich selbst ausrechnen. Zwei Sätze noch nicht gespielt, zwei Stunden sind aber bereits gespielt. Wenn es so weitergeht, circa 9 Uhr, gibt es dann Capriati gegen Schnieder. Einige Resultate von diesem Tag. André Pavel bezwingt Tommy Haas und ich habe es eben gesagt, da war wesentlich mehr drin für den Deutschen. Schade anzusehen. Teilweise, wie er am ersten gespielt hat, war eine Katastrophe. Und im dritten hat er mit Sicherheit viel mehr Chancen gehabt, als dieses 6-4 zugunsten von Pavel aussagt. Correa also bezwingt Sabaleta. Seles ohne Mühe gegen Hantuchova. Auch wenn es hier ein bisschen anders aussieht. Hantuchova hat bei den Big Points relativ schlecht ausgesehen. Pierce weiter und Farina Elia. Was habe ich eben gesagt? Trainer Elia weiter? War falsch, oder? Das war falsch. Roland Herfel gibt noch mal ein bisschen was ab hier an seine Nebenleute, bevor es weitergeht. Mit Aufschlag Leighton Hewitt bei 4-5. Ging aber auch so schnell, diese Vignette. Selbst für einen Schnellsprecher wie dich kaum zu machen. Und kaum zu machen, diesen Ball hier noch zu erreichen. Einfach zu gut, weil Hewitt zu weit hinten steht und Kanyas natürlich genau wie der Australier eine gewaltige Vorhand hat. Hat anscheinend auch schon viele argentinische Steaks gegessen. Ein bisschen können wir es verstehen, wenn er so agiert, Guillermo Canas. Dieser Satz hätte schon längstens im Trockenen sein müssen, aus seiner Sicht. Solid gebauter Schläger.
Offensichtlich hat er nichts abbekommen. Wenn Hewitt diesen Satz noch nach Hause bringen kann, ich glaube, dann wird es eng für Kanyas, was die Kondition anbelangt. Wir werden es sehen. Er ist überall Leighton Hewitt, macht am Ende aber trotzdem der Fehler. Ja, mit der Rücklage geschlagen. Was war denn das? Dieser Stoppballversuch komplett missglückt. Nicht unbedingt der beste Schlag von Guillermo Kanyas, aber wenn man gegen jemanden spielt wie Leighton Hewitt, wo wirklich alles zurückkommt, dann muss man zwischendurch auch versuchen, kurze Bälle einzustreuen, um ihn, Leighton Hewitt, von der Grundlinie wegzulocken. So, jetzt aber wieder mal ein ganz großer Big Big Point bei 4-5-30 beide. Im Aus. Ja, das ist Satzball Nummer 5. Für eure Patti Schnieder sehe ich schwarz auf diesem Platz. Ehrlich. Also vor 8 wird das nichts. Ich fürchte, es wird nichts vor 9. Vielleicht wird dann noch das Spiel umgelegt auf den 1er. Das Marathon-Match Hewitt-Kanyas. So auch apostrophiert. Ja, das war auch abzusehen. Überhaupt keine Frage. Aber 5 Satzbälle sind einfach zu wenig gegen Leighton Hewitt. Dieser Mann ist wirklich erstaunlich zäh. Der argentinische Clan drückt die Daumen. Sabaleta hat es nicht geschafft, schafft es Kanyas. Die haben sogar noch ein Eisen hier im Feuer. Gaston Gaudio. Und übrigens Paola Suarez eine Runde weiter. Und jetzt Spielball Hewitt. Also, 5 beide, nachdem er hier 2-5 hinten gelegen hat. Und ich habe es gesagt, ich denke schon, wenn er jetzt den zweiten Satz gewinnt, dann... Ja, das würde auch die Moral von Kanyas brechen, fast sicher. 66 Minuten der erste, 58 Minuten bereits der zweite. Bei Haas heute gegen Pavel dauerte der zweite Satz 1 Stunde 20 Minuten und Haas hatte 3 Satzbälle im Tiebreak. Dann hatte sein Gegner Pavel den ersten und hat den gleich verwandelt. Schade, schade. Da war wirklich wesentlich mehr drin für Tommy Haas und hat uns allen ein bisschen so am Ende das Aufbäumen gefehlt. Och, sensationell. Das ist der Lohn für die Mühe. Genau dieses Aufbäumen meine ich. Hewitt liegt 2-5 hinten, aber er gibt den Satz nicht etwa verloren, sondern er kämpft sich heran, weil er weiß, er kann da noch was machen, er kann vielleicht noch was umbiegen und, wie du eben sagtest, vielleicht die Moral von Kanyas brechen.
wenn er 2-0 in den Sätzen vorne liegen sollte. So wie das ihm natürlich im letzten Jahr bei Kanyas der Fall war. Und da hat Hewitt das Ding noch umgebogen. Ist also alles drin. Das mögen sie gar nicht, diese Schläger werfen. Aber dass in diesem Spiel die Emotionen hochkochen würden, war von vornherein klar. Ein Prestigeduell, das in diesem Fall gerade für Kanyas wichtig ist, der natürlich die Revanche will für das vergangene Jahr. Die Bilanz übrigens 5-1 zugunsten von Hewitt. Aber erstmal Spielbälle für den Argentinier, der, wie ich mir vorstellen könnte, nicht unbedingt in den Tiebreak möchte, denn den hat er im ersten Satz komplett vergeigt. Er ballt die Faust, aber durch ist er noch nicht. Und dieser Satz ist wirklich ein phänomenaler. Wir gehen gleich in die Entscheidung nach kurzer Werbepause. Leighton Hewitt gefordert bei 5-6 im zweiten Satz. 5 Satzbälle hat er schon abgewehrt. 2-5 hinten gelegen. Jetzt die Chance, wieder den Tiebreak zu erreichen. Auf dem Center Court beginnen Kürten und Costa mit dem Einspielen. Ein Match, das durchaus auch hier bis 9 Uhr dauern könnte. Und nochmal der Hinweis nach diesem Spiel hier, Hewitt gegen Kanyas. Da ist auch noch Patti Schnieder angesetzt, die Schweizerin. Auf das Spiel wartet Heinz ganz besonders, gegen Jennifer Capriati. Und der beginnt mit dem Doppelfehler, Leighton Hewitt. Setzt sich selber unter Druck. So als wolle er uns was beweisen, hat er aber schon. Muss er nicht unbedingt mehr. So gut. Thank you.
zu gut. Wahnsinn, diese Rückhand, die eingesprungene des Argentiniers, immer noch mit guter Länge. Und wieder einer dieser Big Points bei 5-6. Eben hatten wir da bei 4-5 den Satzball, den fünften für Cañas, den Hewitt abwehren konnte. Und jetzt so einfach zu spielen für Leighton Hewitt. Unsauber getroffen von Cañas. Kurz Cross. Jason Stoltenberg, alter Bekannter, sicherlich auch für dich, ehemaliger Spieler. Nicht so überragend, auch sehr guter Doppelspieler gewesen. Hat Darren Cahill abgelöst. Jetzt gilt's. Er muss ja kein überragender Spieler gewesen sein, um ein guter Coach zu sein. Also einer hat mit dem anderen wenig zu tun. Der Tiebreak, Heinz. Ja, der längste Tiebreak, den ich jemals beiwohnen durfte, um es mal vorsichtig auszudrücken, war 30 Minuten lang. José Higueras gegen Corrado Parazzutti in Longwood, Boston. Das muss man sich vorstellen. Und die Ballwechsel waren so lang, dass zwischendurch ein paar Zuschauer ein paar Sitzkissen runtergeschmissen haben. Also wurden ein paar Punkte wiederholt. Ich nehme an, das wird heute hier nicht der Fall sein. Die Zuschauer hier wesentlich disziplinierter. Wie ging der aus? Parazzutti hat den ersten Satz gewonnen und dann bei 3-2 im zweiten ist Higueras in Nerv vom Platz gegangen. Wie hoch war der Tiebreak? 100 zu 98? Das weiß ich nicht mehr. Der erste Satz ging genau 2 Stunden. Sie sehen also, es kann noch wesentlich länger dauern als bei Cañas gegen Hewitt. Allerdings nicht mehr allzu viel, wenn die beiden das hier so durchhalten. Der Tiebreak im ersten Satz dauerte genau mal 5 Minuten. 7-1 ging er an Hewitt, jetzt aber beginnt Cañas mit dem 1-0. Den muss er sich holen. Das ist fast Pflicht. Das wissen die beiden auch. Oh, 0-2. Und der erste Punkt für Hewitt. Kim Kleisters, die Freundin von Leighton Hewitt, nicht ganz so erfolgreich in diesem wie im letzten Jahr. Die Finalistin schon gescheitert, wird aber hier bleiben, solange Leighton am Ball ist. Der in diesem Moment wieder mal den Ausgleich schafft. Bei ihm denkt man immer, der kann zurücklegen, wie er will. Da ist immer noch was drin. Er kennt das gar nicht, einen Punkt mit halben Einsatz zu spielen. Ja, der ist zu gut. 3-2, 3 Punkte in Folge. Der packt sein Kämpferherz wieder aus. Wahnsinnig schnell, wendig. Mini-Break vorne. Thank you.
es klingt ihm doch öfter mit der Vorhand zu dominieren. Das ist genau, was er möchte. Aus der Rückhanddecke spielt er die Vorhand am besten. Alles offen, drei beide, Zitterspiel. Roland Herfel, wie lange muss er heute ausharren? Hat er eigentlich noch einen Flug für heute Abend gebucht, den kann er, glaube ich, vergessen. Schön sind die French Open nach diesem Spiel vorbei, hat er mir vorhin noch erzählt. Geht zurück nach Wolfsburg. Ich schätze mal, dass dieser Flug erst morgen stattfinden wird. Richtung Hannover. Was soll denn Hewitt? Legt jetzt den x-ten Gang ein. Beide kratzen da noch am Ball. Der Unterschied in den Bällen, sie können sehr wirkungsvoll sein, vor allem wenn sie tief bleiben. Also auch heute noch ist ein guter Slice, ein ausgezeichneter Ball, wie hier schön zu sehen ist. Nur tief muss er bleiben. Das heißt, man muss hinschlagen. Dem geht er endlich hinterher, hätte er vorher schon machen können, aber Hewitt geht da ganz auf Nummer sicher. 4-4. Der Position heraus den Stoppball zu spielen, das ist frech. Ja, da stoppt der Kanyas etwas zu früh, vielleicht bereits ein bisschen müde. Die Rutschphase eindeutig zu lang, um anschließend die Rückhand noch spielen zu können. Aber diese Ballwechsel, die zehren auch an den Kräften. Das ist unglaublich, welcher Rhythmus hier angeschlagen wird. Konnte man gerade schön sehen im Gesicht von Kanyas, der ist gezeichnet. Ja, und jetzt schauen Sie mal auf die Rutschphase. Jetzt rutscht er bereits viel zu lang, denn beim Rutschen kann ich nicht beschleunigen. Da werde ich nur langsamer, logischerweise, sonst würde ich ja ewig rutschen. Und genau die paar Zentimeter haben gefehlt. Aber das ist eben eine Frage der Kraft. 5-4, zwei Aufschläge für Hewitt. Oh, Glück für Kanyas, das wäre 6-4 gewesen. Nochmal die Netzkante. Führt in diesem Moment Regie. Ein ganz wichtiges Ass für Leighton Hewitt. Und er, der schon 5 Satzbälle gehabt hat, Guillermo Kanyas, muss jetzt fürchten, noch den zweiten abzugeben. 6-4.
zwei Satzbälle für den Australier. Das war sein drittes Ass. Och, meine Freunde. Es war ein Riesenaufschlag und er wollte es sofort nach Hause bringen und das war vielleicht der Fehler. Es war der Fehler. 6-5 nur noch, ein Satzball bleibt. Typisch für ihn diese Netze leider. Seine Klamotten. Und Jason Stoltenberg drückt die Daumen. Bleibt jetzt. Übrigens 4 Turniersiege für Stoltenberg. Boah, zu gut. Wahnsinn, 6-6. Das ist wirklich unglaublich. Ah, klasse, was die beiden hier zeigen. Das kann lang dauern, Roland. Also. Sehr lang. Für Ballwechsel und das ist der 6. Satzball jetzt für Kanyas. Was für ein Wahnsinn dieses Match. Gewartet. Alles richtig gemacht. Betzis. 6. Kanyas. Chance. Diesen zweiten nach Hause zu bringen. Und er muss beißen. Alles riskiert. Ja, da hat er sich schon früh entschieden, mit der Vorhand auf Wiener zu gehen. Muss allerdings die Rückhand weit umlaufen, um Vorhand spielen zu können. Ein bisschen zu weit. 7-7. Also 30 Minuten wird er nicht dauern, aber auch ein langer Tiebreak. Unglaublich. Haas vorhin 18 verloren den Tiebreak des zweiten Satzes. Das war es dann auch für ihn. Ah, da will er gegen die Laufrichtung spielen, aber der geht ins Aus. Satzball Nummer 7 für Kanyas. War nicht richtig gedacht. Und 7 ist so eine magische Zahl. 7. Himmel, verflixtes 7. Jahr. 7. Satzball. 7 gegen Theben, die glorreichen 7. 7-0 Schneider. 0-0-7. Hätte ja bei Deutschland gegen Saudi-Arabien abgebrochen werden müssen. So. Der bringt unwahrscheinlich viel zurück. Juhit ist sicherlich einer der besten Return-Spieler überhaupt, was es ins Raum geht, gute Aufschläge zurückzubringen. Der passte haargenau hinten ins Eck. Er riskiert es mit guter Länge, das kann doch nicht wahr sein und er spuckt da noch drauf. Also ich kann es nicht nachempfinden. Da hofft man natürlich, dass der Ball ins Aussehen und die Gesichter in der argentinischen Box. Junge, Junge, Junge. Eben Dokic Srebotnik 1,20, zwei Sätze. Hier sind wir bei 2,20 am Ende des zweiten. Also schon ein Wahnsinn.
Wann haben wir angefangen? Um 5:30? Bei 2:05? Wie lange dauert das Tiebreak schon? Ja, ist keine Ahnung. Jetzt 13 Minuten. Servicewinner, gern genommen. Satzball Nummer 8. Emotionen pur. Und wieder der Seitenwechsel, war übrigens 11-9 zugunsten von Pavel, nicht 10-8. Hab ich da vertan, vorhin im Tiebreak bei Haas gegen Pavel. Ja, Borg McEnroe in Wimbledon, ich glaube, das war 19-17 oder sowas ähnliches, das Tiebreak. Da ist also noch sehr viel Luft drin, bis es einen neuen Rekord gibt hier. Ja, er muss gewaltig beißen, Guillermo Canas. Das steht ihm ins Gesicht geschrieben, deswegen versucht er auch manchmal die Bälle dann doch abzuschließen mit einem Hammer. Klappt nicht immer. Ja, und ich meine, dieser Satz ist wichtiger für ihn als für Leighton Hewitt. Klar. Zum einen natürlich, weil Hewitt bereits den ersten gewonnen hat, aber zum anderen, weil Canas in diesem Satz immer geführt hat. Aber jetzt 8 Satzbälle bislang für Canas, 2 für Hewitt. Wer holt sich den nächsten? Jetzt auch Hewitt mit dem starken ersten Aufschlag. Das ist Satzball Nummer 3. Das wechselt jetzt munter hin und her. Daumen drücken heißt es für Kim Kleister, dass sie nur noch zuschauen kann. Die natürlich gerne ihren Freund hier im Finale sehen würde, quasi dann als Ausgleich dafür, dass sie im letzten Jahr da war und schon so früh rausgegangen ist. Stoltenberg, auch er zittert. Fehler auf den zweiten Aufschlag, ohne unbedingt viel zu riskieren. Spielen die Nerven auch mit. Returnfehler ohne Not, 10-10. Nach außen hin emissionslos, Leighton Hewitt, aber innen drin, da brodelt. Oh, wie es da ausschaut, es geht da bekanntlich niemand was an. Super Länge von Leighton Hewitt. Klasse gespielt. 2,5 Stunden alt dieses Match. Stellen Sie sich vor, es geht über 5 Sätze. Wie lange dauert es dann ungefähr? 6 Stunden. Das ist Satzball Nummer 4 für Leighton Hewitt. Bringt das jetzt bei eigenem Service nach Hause. Ich glaube, dann wäre Canas hier stehen, K.O. Müsste fast so sein. Canas heißt übrigens Zuckerrohrschnaps. Der kann sich danach einflößen. Aber ist jetzt Hewitt bei eigenen Satzbällen immer sehr schwach. Im Haus. Ist unglaublich. Er hat die Geduld immer noch. Vorhand Canas gegen Rückhand Hewitt. Genauso möchte es der Argentinier haben. Da muss man Sitzfleisch haben. Heute auf dem Platz Suzanne Longlaine.
aber auch nur die Zuschauer. Ansonsten braucht man eine unglaubliche Kondition und Konzentration, um diese langen Ballwechsel so mithalten zu können. Auf den vierten Satzball vergeben, konsterniert. Das scheint mir eigentlich auch nur fair zu sein. 8 auf der einen, 4 auf den anderen. Ich habe das Gefühl, dass Capriati Schnieder erst morgen gespielt wird. Könnte durchaus sein. Zu gut. Er bleibt an der Grundlinie kleben, da wären wahrscheinlich andere hinterhergegangen gerade. Aber er hat das noch drauf, so präzise von der Grundlinie diesen Ball zu spielen. Jetzt braucht er ein paar Stringlings, damit sich die Seiten gegenseitig nicht durchscheuern. Kann Kanyas das noch gerade biegen? 11-12. Fünfter Satzball, Hewitt. Costa führt gegen Kürten auf dem Center Court 3-0. Über den zweiten, der Argentinier. Es gibt Dinge. Also das ist unwahrscheinlich, dieser erste, nicht der erste, der zweite Satz. Das wäre dann schon übertrieben. 2 Stunden 20, erster Satz. Junge, Junge, Junge. Was mag in den beiden vorgehen? Aber dass er hier nochmal abspielt, ist auch kaum zu glauben, dass es hier nicht wirklich passierbar geht. Er hat natürlich ein paar sehr gute gespielt heute, aber diese waren eben nicht präzise genug. 2:34 stehen die beiden schon auf dem Platz und es könnte gleich 1-1 heißen in den Sätzen. Das heißt, er muss wahrscheinlich wieder über 4 gehen, wenn es denn so kommen sollte. Ja, schade, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, wann der Tiebreak begonnen hat, aber... Tiebreak dauert jetzt über 20 Minuten, 22 Minuten. 24 Punkte gespielt. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Fünfter Seitenwechsel beim Tiebreak. Boah, und ein Ass haut er nochmal raus. Und holt sich Satzball Nummer 9. Guillermo Kanyas. 193 km/h. Kanyas. Kanyas? Kanyas, Kanyas. Herzzeichen hat er da angezeigt. So, jetzt aber. Ist das die Freundin von Kanyas? Oben rechts, glaub schon. Die Laufrichtung, da kommt er nicht mehr hin, steht schon auf dem falschen Fuß. Na, genau richtig gemacht von Hewitt. Was war diese Geste? Abbruch. Remy, pass mal auf. Darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Warum kann man nicht im Tennis auch mal Remy anbieten? Wir vertagen es auf morgen. Du bist gut, ich bin auch gut, wir sind beide gleich gut. Spielen wir morgen weiter. Ja. Let's do it again, Sam. Okay, 13-13, weiter geht's. Jetzt auch ein bisschen Pokerei, weil er ein bisschen Zeit für sich in Anspruch nimmt. Der erste Doppelfehler in diesem Tiebreak. Völlig untypisch für Leighton Hewitt, aber ich will es ihm verdenken. Nach so langer Zeit, nach einem solch kraftraubenden, dramatischen Tiebreak 13-14 und Kanyas mit Satzball Nummer 10 und eigenem Service.
Was ist das für ein Zeichen, bitte? Ich rieche es. Das ist der Satzball. Der ist drauf. Da macht Juhl die Vorhand weg auf. Und macht ja auch den Fehler, zuvor nicht hinterher zu laufen. Was für ein Satz. 2 Stunden und fast 40 Minuten gespielt. 1-1 in den Sätzen zwischen Kanyas und Juhl. Das wird ein abendfüllendes Programm. Nach 40-0 Leighton Hewitt über einen Stand. Am gleichen Tag geht es weiter. Ja, wenn die beiden die Remis anbieten wollen, vielleicht können wir es für sie machen. Wir bieten Remis an. Red noch mal mit den beiden. Er muss beißen, kann ja unverkennbar. Gab es überhaupt schon einmal ein Game, das zu Null entschieden wurde? Was zu Null entschieden wurde? 40-0 Game, einfach so, wie es zwischendurch mal passiert. Na, das kann noch keins. Und beide sind wirklich immer noch sensationell auf den Beinen. Kanyas fast immer im Spagat. Wenigstens einmal pro Ballwechsel. 4-1 führt Albert Costa auf dem Center Court gegen Gustavo Kürten. Trägt vorne dort also der Spanier. Hier ist alles offen. Erstes Spiel. Dritter Satz, sie könnten eigentlich jetzt, ja, sie fangen bei 0 wieder an. Ne? Im Prinzip, ja. Im Tiebreak hätte man sie sparen können. Aber natürlich nicht, denn es war mitreißendes Tennis. Das macht eben 5 Satz-Matches aus. Ah, die Qualität ist sensationell, was die beiden zeigen. Hewitt. 1-0 Führung. Hewitt, du warst kurz draußen, hast mal gehört, was die Experten hier so oben auf der Tribüne sagen. Einige meinen, er hat eine Oberschenkelverletzung. Ja, ist er leicht verletzt am rechten Oberschenkel. Davon ist allerdings überhaupt nichts zu sehen. Zu sehen sein wird hier noch bei Eurosport das Spiel von Gustavo Kürten gegen Albert Costa, und zwar dann, wenn dieses Match hier gelaufen ist und falls es überhaupt noch angesetzt werden sollte, auf dem Court Suzanne Longlin, Capriati gegen Patti Schnieder. Auf das Spiel wartet mein Kollege Heinz Günther ganz besonders dringend, aber ich glaube, es wird schwer für Patti. Ja, schwer auf jeden Fall, vor allem auch schwer überhaupt heute noch fertig zu werden, selbst wenn sie angesetzt werden. Bis 9:30 kann gespielt werden. Heute ein wunderschöner Tag, sagen wir einmal 9:45 Uhr, dann ist aber wirklich zappenduster, dann ist es vorbei. Morgen werden wir mit dem Doppel beginnen um 11 Uhr, dann das zweite Spiel auf dem Center Court Agassi gegen Paul-Henri Mathieu. Hier geht es weiter mit Hewitt gegen Kanyas. Vor dem Spiel haben alle gesagt, das könnte 4-5 Stunden dauern, und ja, ich denke, so wird es auch kommen. Denn Heinz, hier gibt einer mit Krämpfen auf. Oh, das ist durchaus möglich. In Indianapolis habe ich einmal ein Match gesehen zwischen Gabriel Urpi und Mel Purcell. Die haben auch ewig gespielt und dann hatten plötzlich beide gleichzeitig Krämpfe. Und damals gab es noch eine andere Regel, man durfte sich nicht behandeln lassen. Und Mel Purcell konnte noch aufstehen und Urpi konnte nicht mehr aufstehen, ist aufs Feld gehumpelt. Daraufhin der Schiedsrichter: Game, Set, Match, Mel Purcell.
Der war 0-6, 1-6. Es war irgendwie, ich weiß nicht, die haben eben gespielt. Und es war völlig ausgeglichen, aber Urpi kam nicht mehr rechtzeitig auf den Platz. Und der Schiedsrichter sprach den Segen, Robi hat Orbi, das war's. Das war's, hat auf die Uhr geschaut. Zuerst quasi Warning für Time Delay. Und du kennst ja das Prozedere und dann war er einfach fertig. Aber Parcell konnte eigentlich auch nicht mehr spielen, denn er hatte in einem Beinkrämpfe und Urpi in beiden. Also Sachen gibt's, aber wir hoffen das natürlich für beide nicht, dass es hier so endet. Not gegen Elend. Und dann das Ass von Kanyas, der immer noch Zug im Ärmel hat. Sein fünftes Ass. Und jetzt könnte es tatsächlich ein Game zu 0 geben. Man stelle sich vor. Stark ist die Punktzahl. 111 zu 111. Völlig ausgeglichen dieses Spiel. Und tatsächlich. Zu 0 bringt Kanyas seinen Aufschlag durch. Haben wir es verschrien. 1-1 im dritten. Ja, Samins Spiel verheißt zwischendurch nicht Gutes. Man hat das Gefühl, er sei müde. Aber das soll überhaupt nichts heißen. 94 Minuten hat der zweite Satz gedauert. Und damit 28 Minuten der Tiebreak. Also fast eine halbe Stunde. Ja, wie der, den ich angesprochen habe. Ist schon klasse. Aber man konnte es auch spüren, dass da irgendwie ein spezielles Tiebreak kommen würde. Alles andere hätte nicht zu diesem Satz gepasst. Klasse gemacht. Zu Beginn des dritten Satzes beide ohne Mühe. Großer Jubel auf dem Center Court, das können Sie vielleicht hören. Da gibt es nämlich gleich zwei Breakbälle für Gustavo Kürten. Hier also Hewitt 7-6, 6-7, 2-1. Ich höre gerade, wir gehen hier in ca. 5-6 Minuten raus. Für Nachrichten und das Super Racing Weekend und um 8 Uhr dann, da bin ich ganz sicher, sind wir hier mit diesem Spiel zurück live auf dem Platz Suzanne Longlen, oder Heinz? Ja, es ist wirklich anzunehmen, außer es verletzt sich einer oder einer bekommt Kämpfe. So wie die beiden hier spielen, dauert dieses Match mindestens noch 1,5 Stunden. Keine Gefahr, Roland Herfer vorsichtshalber schmiert sich ein. Die Abendsonne brennt immer noch, heute die Temperatur um 30 Grad gewesen während der heißesten Periode, aber auch jetzt noch, na, schätzungsweise so 6, 27 Grad, zudem extrem luftfeucht, auch das zerrt an den Kräften.
Wer hat mehr Power? Der argentinische Kampfstier oder der australische Rules Football Spieler? Das macht er in der Freizeit. Australian Rules Football, was ist das? Ja, das ist so ein Zwischending zwischen American Football und Rugby. Also nichts für Weicheier, muss man ganz vorsichtig auszudrücken. Auf einem sehr großen Feld, auch mit so einem Ball, der aussieht wie ein Ei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auf ihn zugeschnitten ist, das Spiel. Gespielt wird selbstverständlich ohne irgendwelche Schutzkleidung, nicht so wie beim American Football. Und da geht es schon ordentlich zur Sache. Und hier geht es jetzt weiter mit Aufschlag Kanyas. Der Schatten gerne genommen in der Pause. Das geht an die Reserven. Kanyas bei 1-2 in diesem dritten Satz. Drauf oder daneben? Ja, war draußen. Zu gut, klassisch ausgespielt. Spitzenball von Hewitt, wieder mal legt er den Ball so in das Netz, dass Kanyas keine Chance hat, beißen muss erneut. Sie haben den Gesichtsausdruck gesehen, 15:40, Chancen für Hewitt zum 3:1. Das war fällig, 25 Sekunden überschritten, nimmt sich da eine große Auszeit, Kanyas, Verwarnung. Diese Vorhand geht ins Aus, das ist das Break zugunsten von Leighton Hewitt, 3-1, der schaut sich diesen Punkt nochmal an. Nee, war drauf, sagt Roland Herpel.
Also ich habe es spontan ausgesehen. Das heißt 30-40. Ein Breakball bleibt. Mal umgebogen, wie es aussieht. Boah. Mit dem zweiten das Ass, drei super Aufschläge von Kanyas, nachdem wir erst schon dachten, das Break wäre perfekt, dieses Overrule. Zwei beide im dritten. So, und ich höre, wir müssen jetzt rausgehen, denn die Nachrichten warten. Hier der Blick über Paris sieht fast aus wie New York, Heinz. Da fehlen nur die Twin Towers, aber die fehlen ja mittlerweile in New York auch. Wir werden das sehen, wenn wir da sind, ab dem, glaube ich, 27. August bei den US Open. Heute um 20 Uhr geht's weiter. Ich bin ziemlich sicher, dann geht's weiter mit Hewitt gegen Kanyas. Wir geben kurz ab an die News, dann das Super Racing Weekend und ab 20 Uhr hier mehr Tennis bei Eurosport. Eine Inszenierung, wie man sie nicht besser hätte hinkriegen können als Regisseur eines Hollywood-Streifens. Es ist Matchballzeit hier auf dem Platz. Suzanne Longler 3-5 aus der Sicht von Hewitt und Matchball Guillermo Kanyas 30-40 aus der Sicht des Australiers. Es ist unglaublich, was dieser Argentinier alles geholt hat in den letzten 60 Minuten. Er holt sich den zweiten Satz vor allem mit 6-4, wir waren ja bei 2-2 rausgegangen. Dann lag er 1-3 zurück in diesem vierten und dann ein unglaublicher Fight von Guillermo Kanyas. 5-3 also seine Führung und immer noch ein Matchball für ihn. Leighton Hewitt, kann er das auch nochmal umbiegen? Dann ist er wirklich ein ganz großer, ein Fighter par excellence, aber er war eben schon mal für ein paar Minuten stehend K.O. Und über den zweiten. Das ist es. Wahnsinn, Guillermo Kanyas schafft die Revanche für das letzte Jahr. Die Eltern sind aus dem Häuschen, dürfen sich freuen, denn er ist als erster Argentinier durch hier. Ist im Viertelfinale. Was für ein Match das hier nach 4 Stunden und 14 Minuten zu Ende geht. Ein Wahnsinn. Glückwunsch an Guillermo Kanyas, ein ganz großes Match.